Guten Morgen aus Miami. Miami, guten Morgen. Ja, das ist, nee, ich komme nicht vom Joggen, ich komme vom Schminken. Ich habe gerade die Florentina Kohl geschminkt. Florentina Kohl ist ein deutsches Model, die lebt in New York und ist wahrscheinlich das Model, das deutsche Model, das am meisten international gebucht wird. Die Florentina ist immer am Arbeiten. Aber auch kein Wunder, die ist so schön, so sympathisch und so super professionell. Also macht es einfach Spaß. Ich wollte dir einen kleinen Einblick geben aus Miami. Das ist meine Red Velvet Bag. Übrigens vielen Dank, dass du immer diese Red Velvet Bags anschaust. Und schau mal, heute sind ganz viele Zettel drin. Sie wird drei, vielleicht auch vier rausziehen. Wir probieren das, weil wir das ja immer so nebenbei machen. Ganz liebe Grüße und bis bald. Und dann gibt es noch einen kleinen Einblick, wo ich meinen Sport mache. Ja. Tschüss. Florentina Kohl hier in Miami. Florentina, vielen Dank, dass du die Red Velvet Bag für mich antwortest. Sehr gerne. Ich habe ein paar Fragen rausgesucht. Schon ein bisschen Angst. Okay, erste Frage. Oh, ich Drei. Da. Oh, so. Was würdest du den jungen Mädels auf den Weg geben? Also ich habe damals angefangen, da war ich 15 und es war sehr jung und am Ende würde ich sagen, vielleicht ein bisschen zu jung, weil ich noch nicht ganz so selbstbewusst war und deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, viel Stärke, immer aufs Bauchgefühl hören, auch wenn ich manchmal ein Booker sagt, nein, wir wollen nicht, dass du das machst und du aber das Gefühl hast, dass es eine gute Idee ist, wie ich damals zum Beispiel dann nach New York bin und ich glaube, dass auf jeden Fall Bauchgefühl und das, was du von zu Hause mitbekommen hast, also immer irgendwie bei dir selbst bleiben. Richtig so. Ja, also nächste. Das selbst von mir überrascht. Wenn du die Macht hättest und du wärst Kanzlerin oder so, was würdest du unterstützen? Da gibt es so viele. Ich hatte es mit Freunden letztens drüber, über Hebammen und über Kindergartenplätze und irgendwie diese ganze Situation, dass es für die Hebammen, die Versicherungen so teuer sind, dass es immer weniger Hebammen gibt und manche Mädels wirklich die Kinder kriegen und dann gar keine Unterstützung haben. Ich glaube, da würde ich wirklich gerne ein bisschen mehr Fokus drauf legen, weil das ist ja auch unsere Zukunft. Ja, stimmt. Ja, sehe ich auch so. Gibt es jemanden, den du in deinem Leben gerne kennenlernen würdest und vielleicht so einen Tag mit verbringen würdest? Außer den Fotografen am Set hier. Ich wollte schon immer mal, also mein absoluter Traum wäre Dalai Lama. Und mit dem würde ich, auch wenn es auch nur eine Stunde wäre, gerne auf einer Parkbank sitzen und einfach fühlen, diesen inneren Frieden, den er mit sich selbst hat und diese Positivität im Leben geben würde. Da würde ich echt gerne ein Stück abschneiden. Oh, toll. Wow. So. Noch eine. Ja, wir haben heute vier Fragen. Hast du einen Traum? Ja, also ich hatte früher als Kind wollte ich schon immer irgendwie irgendwas bewegen und mein absoluter Traum wäre, wenn ich irgendwann in Rente gehe und 60 Jahre alt bin, würde ich doch gern Bürgermeisterin werden von irgendeinem kleinen Ort in Deutschland. Ah, da würde ich in Dassdorf wohnen kommen. Hey, vielen Dank, Florentina, dass wir hier arbeiten konnten mit dir. Das ist so toll. Das ist immer wieder phänomenal mit dir. Ganz Dank toller Visagist. Tschüss. Ich habe ein bisschen zu zeigen.